Ja, und damit herzlich willkommen zur Artwork-Auswertung. Ja, wir fangen an mit Missy. Technik, Sauberkeit 5 von 5, Idee 5 von 5, Umsetzung 5 von 5. Ist ein echt nicer Emoji, sage ich jetzt mal dazu. Ne, was man hätte besser machen können. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber bei dem Cookie sieht man hier oben, dass sie hier oben mit Schwarz gearbeitet hat am Auge. Keine Ahnung, wir haben es jetzt als gewollt dahingestellt. Entschuldigung, Leute. Wir haben es jetzt als gewollt dahingestellt. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Da das auch eigene kreierte Emojis sind, ist es da halt schwieriger für uns, die gewisse Sache herauszufinden. Aber ist ja auch egal im Endeffekt. Es ist trotzdem mega nice geworden. Und ja, 5 von 5, 5 von 5 und 5 von 5 sind insgesamt 15. Also 5 plus 5 plus 5 sind 15. Also insgesamt hat sie 15 Punkte. Ja, jetzt gehen wir zu John. Ja, John, bei dir ist es leider so, wir konnten nicht feststellen, ob das ein OC ist oder ob das ein, eine Figur aus dem Film ist oder aus einer Serie. Konnten wir leider nicht feststellen. Technik, Sauberkeit 3 von 5, Idee 3 von 5, Umsetzung 4 von 5. Bei Idee zum Beispiel hast du halt deshalb auch nur eine 3 von 5 bekommen, weil es ist halt, ne, wärst jetzt eine eigene Idee, hätte zum Beispiel eine 4 von 5 sein können oder eine 5 von 5. So, da wir uns da leider nicht sicher waren, ist es halt eine 3 von 5. Ja, was hätte man besser machen können? Die Schattierungen zum Beispiel beim Rock, genau. Der Rock, der liegt richtig gerade auf. Also wirklich richtig gerade flach. Und das ist ein bisschen... Weil hier hast du darauf geachtet, aber bei dem Rock leider nicht. Was ich sehr, sehr schade finde. Da hättest du auf jeden Fall besser machen können, den Rock. Aber trotzdem nichtsdestotrotz eine echt gute Zeichnung geworden. Gefällt mir. Du hast insgesamt 10 Punkte. Umsetzung halt 4 von 5. Idee 3 von 5. Und... Technik, Sauberkeit, auch 3 von 5. Ja, dann kommen wir jetzt zu Steini. Ja, Steini. Technik, Sauberkeit, eine 3 von 5. Idee, eine 4 von 5. Umsetzung, eine 4 von 5. Die Outlines links auf der Seite hätte man auf jeden Fall besser machen können. Aber insgesamt hast du 11 Punkte. Ja, die Pika Family auf einen Blick. Okay. Akio. Ja, Technik, Sauberkeit 3 von 5. Idee 3 von 5. Umsetzung 2 von 5. Ja. Die Outlines auf jeden Fall hätte man besser machen können. Alle Striche. Zum Beispiel vollenden, weil hier unten beim Fuß hast du ein paar Striche vergessen. Ist uns aufgefallen. Aber insgesamt hast du... Oh, habe ich gar nicht aufgeschrieben. 3, 6, 8 Punkte. Ja. Dann kommen wir jetzt zu Shadow. Ja, Shadow. Ein Fantasy-Mädchen, was aus seiner Fantasie ist. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Moment. Ja, Technik, Sauberkeit 3 von 5, Idee 5 von 5, Umsetzung 4 von 5. Was hätte man besser machen können? Man hätte eventuell sogar die Krone weglassen können von dem Kopf. Und bei dem Hals hätte man zum Beispiel mehr machen können. Dass man halt auch ein paar Kleidungsstücke sieht, ne, so halt Dingensform, ne, mehr Schulter, sowas halt. Das hätte man auf jeden Fall besser machen. Insgesamt hast du 12 Punkte. Jetzt kommen wir zu Sava.
Ja, Technik, Sauberkeit 3 von 5, Idee 4 von 5, Umsetzung 4 von 5. Was hätte man besser machen können? Outlines auf jeden Fall gerade machen. Aber ansonsten ist es auch ein echt gutes Bild geworden. Insgesamt hast du 11 Punkte. Ja, jetzt kommen wir zu Fufu. Ja, Fufu, Technik, Sauberkeit 3 von 5, Idee 5 von 5. Umsetzung 4 von 5. Besser machen können hätte man auf jeden Fall auf großen, also auf ein großes Bild machen und dann in bunt, eventuell, dass man das ausgemalt hätte dann noch. So halt, ne? Das hätte man da auf jeden Fall noch besser machen können. Und hier, man sieht es ja an der Gitarre, da sieht man dem, also durch den Arm sieht man hier diese Enden der Gitarre, sowohl halt auch hier die Strähne, die sind ein bisschen dicker geworden. Da hätte man auf jeden Fall besser machen können. Hier bei dem Fuchs sieht man das so ein bisschen, dass es durchgeht. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem ein sehr, sehr schönes Bild geworden. Und ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass man das eventuell sogar auf ein großes Bild macht. Und dann, ja, das halt auf ein großes Bild macht. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Und dann eventuell auch sogar in Farbe. Weil das sähe dann bestimmt sehr, sehr schön aus in Farbe und eventuell noch ein bisschen größer. Und ja, wäre auf jeden Fall ein schönes, geiles Wandbild, wäre das. Ja, insgesamt hat sie 12 Punkte. Jetzt kommen wir zu der Platzierungsverlosung. Also Platzierungsverlosung, genau. Uff, oh, jetzt hätte ich auch noch beinahe genießt. Entschuldigung an der Stelle. Ja, den ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch, Missy. Du hast es auf den ersten Platz geschafft. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Platz. Fufu. Ja, auch dir herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz. Shadow. War mal Shadow. Shadow? 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 Ah, hier. Ja, Shadow, du bist mit deiner Zeichnung auf den dritten Platz gekommen. Nichtsdestotrotz, ihr habt alle wieder eine echt tolle Leistung gebracht. Das Pikachu und alle anderen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich, dass ihr wirklich jede Woche versucht, dabei zu sein. Ich weiß, mancher fehlt einem die Motivation. Kann ich auch ganz und voll und ganz nachvollziehen. Ja, ich bedanke mich trotzdem ganz einfach, dass ihr trotzdem jede Woche dabei seid. Ich hoffe, es macht euch noch Spaß. Und für all die, die da draußen sind und die Videos schauen, ich weiß, dass fast an die 30 Leute mein Artwork-Video sehen, zum größten Teil. Ich würde mich echt von euch wünschen, dass ihr euch eventuell mal meldet und eventuell die Chance nutzt und da mitmacht. Denn wir bieten ja jedem die Chance mitzumachen. Das Artwork-Event habe ich halt damals aus diesem Grund ins Leben gerufen, dass man da halt eventuell Leute, dass ich da halt Leute unterstützen kann und nicht nur ich unterstütze die, sondern mein komplettes Team, die geben den Tipps und so weiter und so fort, was man besser machen kann, vor allen Dingen das Artwork-Team, ne? Also im Endeffekt ist es nichts Verwerfliches dran, dabei mitzumachen. Falls ihr Interesse habt, in der Videobeschreibung findet ihr den Discord-Link. Das ist halt das Einzige, was ihr braucht. Auch wenn ihr kein Discord habt, das kann man sich schnell runterladen, ist kostenlos und geht auch über Handy. Ihr müsst ja, im Endeffekt ist es so, ich habe eine Kollegin auf dem Discord-Server draufgeholt, die macht das beruflich. Die hat da auch kaum Zeit für Discord oder so und kennt sich damit auch nicht aus. Das Einzige, was sie machen würde, ist ein Bild posten. Das ist das Einzige. Und danach ist sie auch direkt halt wieder offline. Sie postet ihr Bild mit einer Videobeschreibung. Mit einer Beschreibung darüber, was das ist. Ob das eine OC ist oder nicht. Und dann geht's auch schon los. Im Endeffekt mehr ist es nicht. Und am Ende der Woche, quasi Sonntag, mache ich dann halt das Video. Und am Montag kommt das dann meistens online. Und dann könnt ihr das in Videoauswertung quasi, lass mich nicht lügen. Genau. Hier könnt ihr das dann sehen. Und ja, eventuell hat mal einer Lust, da mitzumachen. An der Stelle bedanke ich mich. Vielen, vielen Dank. Falls ihr mehr davon sehen wollt,
meinen Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Und jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage nur, bis zur nächsten Artwork-Auswertung. Ciao.